Der letzte, ich zeig's mal, hier ist nichts mehr drin, außer das, was ich in der Hand habe. Eisige Pop hier mit neuem Video. Es ist endlich soweit, die Verlosung steht aus, das Giveaway ist beendet und jetzt gilt es darum, die Preise zu verteilen an den Teilnehmern. Grundsätzlich, die Teilnahme war jetzt nicht so ganz hoch, wie ich sie erwartet hatte. Vielleicht war ich da ein bisschen zu blauäugig, vielleicht haben die Preise euch nicht gefallen, vielleicht war die Verlinkung mit Facebook nicht so ganz euer Ding. Es waren im Endeffekt 11 Teilnehmer. Fakt ist, dass der Dennis, der mitgemacht hat von Fuhr Forest, der Dennis gesagt hat, hier komm, lass mal den anderen den Vortritt, lass mich bei der Verlosung raus. Das heißt, wir haben jetzt 9 Preise, 10 mögliche Gewinner. Einer von den Teilnehmern wird also erstmal leer ausgehen. Aber ich sag's jetzt schon mal von vornherein, du wirst nicht leer ausgehen. Schreib mich dann einfach am Ende an. Du weißt ja dann, wer gemeint war. Und beziehungsweise wir sehen es ja nachher bei der Verlosung und dann lasse ich mir da was einfallen. Also, wir machen jetzt gar nicht lang rum, das Wetter ist gerade so am Kippen, mal gucken, ob es hält. Jetzt fangen wir einfach an. Ich habe die Preise so ein bisschen sortiert. Wir fangen hier vorne links an, gehen einmal die Reihe durch und machen hier dann in der zweiten Reihe auch wieder von links weiter. Die Lose sind schon hier alle drin. Kann man sehen, da unten in der Ecke liegen sie. Hier so. Naja, weiß nicht, ob man es sehen kann. Gut, wir fangen einfach an, wir machen gar nicht lang rum. Preis Nummer 1, die Swisscard mit einem großen Stück Kienspan. Gespendet vom Jerome vom Adventure Store, vielen, vielen Dank. Auch dem Detlef noch vielen Dank, der hat mir ja die 2 Buschboxen zukommen lassen von Bushcraft Essentials. Und der Flo vom Kanal Alpha Outdoor, dem sage ich auch vielen Dank, der hat mir hier dieses Messer zukommen lassen. Hat gesagt, hey, coole Aktion, möchte dich unterstützen, pack das zu den Preisen. Bei mir liegt es gerade nur rum, verschenk es einfach oder verlos es. Gut, also los geht's. Der erste Preis, die Swisscard, geht an den Markus. Das ist der Howie. Herzlichen Glückwunsch, Howie. Du bist nun Besitzer einer Victorinox Swisscard. Preis Nummer 2 ist ein Feuerschlagset mit einem Ledertäschchen, was ich selber gemacht habe, diesem Kienspan, dem Feuerschläger, den Feuerstein und Chaklos in der Dose. Wer wird das gewinnen? So, genau. Haben wir hier. Jawohl. Der nächsten Gewinner, das ist der Carlos. Jawohl, Carlos, herzlichen Glückwunsch. Du bist nun Besitzer eines Feuerschlägersets. Freut mich, ich habe ja bei deinem Giveaway gerade gewonnen. Und somit tauschen wir gerade Preise aus. Finde ich auch nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Gut, weiter geht's. Das Messer von Navy, ein Einhandmesser. Mit so einem schicken Täschchen. Da ist leider kein Kienspan dabei. Das war einfach ein Preis zu viel. So viel Kienspan hatte ich nicht eingeplant. Und los geht's. Der Matthias D. Herzlichen Glückwunsch. Du bist Besitzer eines neuen Messers. So, nächster Preis. Kienspan und das Maxpedition Micro Organizer Täschchen. Ich hoffe, der Wind ist nicht zu laut. Ich rede einfach ein bisschen lauter. Stefan, du bist Besitzer des, also neuer Besitzer, des Maxpedition-Täschchens. Glückwunsch. So, nächste Buschbox im Leintäschchen mit Kienspan. Wer wird das gewinnen? Wenn ich nur einen los habe. Der Matthias G. Scarhead, herzlichen Glückwunsch, du hast nur eine Buschbox. Ich hoffe, du hast noch keine. Wenn nicht, hast du jetzt 2. Gut, dann geht es hier drüben weiter. Auch wieder ein Stück Kienspan und das Victorinox Bantam mit einem kleinen Ledertäschchen. Das ist der Kai. Geh weg! Nicht stechen. Entschuldigung, wenn ich hier rumzappel, aber. Also, Kai, du bist Besitzer des Victorinox Bantams.
So, was haben wir noch? 1, 2, 4 Lose, 3 Preise. Der Verlierer, die Entscheidung des Verlierers rückt immer näher. Das nächste ist ein Ledertäschchen von mir gemacht, hier Kienspan und ein Metalldöschen drin. Leer ist noch nicht klar, da dürft ihr reinpacken, was ihr euch dann eben reinpacken wollt. So, das wird gewinnen der Alex. Alex, du hast nun ein Ledertäschchen mit einem Metalldöschen als neuen Gegenstand in deiner Sammlung. So, hier die Clean Canteen, auch mit Kienspan. Machen wir schon mal auf, da kommt das Los da direkt oben rein. So, 3 Lose haben wir noch. So, schauen wir mal. Der Julius. Julius vom Kanal Gear Guide, glaube ich, hat richtig gesagt, Gear Guide, du bist Besitzer einer neuen Clean Canteen Flasche. Herzlichen Glückwunsch. Oder neuer Besitzer einer Clean Canteen. Ja, und jetzt zum letzten Preis, die Mushbox in einem, ja, hier dieses Nylon-Täschchen, Cordura, ich weiß nicht genau, was es ist, mit einem großen Stück Kienspan. Es entscheidet sich zwischen den letzten zwei. Ich weiß gar nicht, wer noch alles drin ist. Anne, du hast gewonnen. Du bist Besitzer, neuer Besitzer einer Wushbox mit Täschchen und Kienspan. Das bedeutet, der letzte, ich zeig's mal, hier ist nichts mehr drin, außer das, was ich in der Hand habe. Wer ist das denn? Der Michael. Michael, tut mir schrecklich, schrecklich leid. Du bist jetzt erstmal leer ausgegangen. Schreib mich wie gesagt an. Lass mir da was einfallen. Ja, jetzt ist es vorbei. Die Preise sind verlost. Gib mir ein paar Tage einfach. Schreib mich bitte nochmal alle an, alle Gewinner. Howie, du natürlich nicht. Hier bringe ich den Preis so vorbei. Aber alle anderen, schreibt mich bitte an, dass ich euch die Sachen zuschicken kann. Sorry. Wird ein paar Tage dauern. Ich werde es versuchen, bis Ende dieser, Anfang nächster dann wegzuschicken. Ja, viel Spaß mit euren neuen Sachen. Danke nochmal fürs Teilnehmen, danke nochmal an Detlef, danke nochmal an Jerome, danke nochmal an Flo, dass ihr mich mit den Preisen unterstützt habt. Ja, schön war es. 1500 Abonnenten waren es, jetzt sind es 1650. Ja, ist doch schön. Preise sind weg. Ich habe das Ding vom Hals. Yay. Danke fürs Reinschauen. Haltet die Ohren steif. Bis dann.